Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stardew Valley. Ja, und ich werde jetzt definitiv meinen Melkeimer kaufen für die Kühe. Also kann ich sie schon melken. Ja, und Abigail hat heute Geburtstag. Können wir ihr überhaupt noch was schenken? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Ich weiß sonst gar nicht, was ich ihr schenken könnte. Ja, wir haben Mistwetter. Das heißt, ich muss mich heute mal nicht um meine Pflanzen kümmern. Zumindest nicht, dass ich sie gießen müsste. Ernten sollte ich natürlich trotzdem. Ich weiß gar nicht, wie lange meine anderen Felder hinten dauern. Das muss ich mal gucken. Und rein theoretisch könnte ich hier bei den Hühnern offen lassen. Mir wurde gesagt, dass halt das Problem wahrscheinlich eher ist, dass ich dann die Sachen oder dass ich Schwierigkeiten haben könnte, die Erzeugnisse, hier in dem Fall die Eier, zu finden. Da ich aber ja hier einen relativ kleinen Bereich eingezäunt habe für meine Hühnchen, wäre das ja rein theoretisch möglich. Es ist wohl eher so, dass wenn man sie aussperrt, dass sie dann halt von wilden Tieren geholt werden können. Sieht ganz in Ordnung aus. Hallo, der hat 4 Sterne. Was ist mit euch? Warum nur in Ordnung? Also ehrlich, so. Ja, das heißt, ich mache jetzt einfach mal auf. So. Wenn ich hier auch noch diesen Bereich einzäune, dann sollte das ja alles gehen. So, Melkeimer werde ich definitiv, wie gesagt, noch holen. Was schön ist, dass man hier immer die Anzahl an Heu rausholt, also dass man hier immer so viel für die Tiere rausholt, wie man auch braucht. Wie ist es denn? Kann ich noch weitere Futtertrüger aufstellen? Denn wenn ich da jetzt noch 4 Tiere reinpacke, dann wäre da ja rein theoretisch alles dicht, ne? Habe ich jetzt eigentlich genug Material für... Ich müsste jetzt eigentlich genug haben, oder? Ich müsste jetzt eigentlich genug Material haben für eine Aufwertung. Aber ich werde jetzt erstmal... Und ja, es ist mir schon aufgefallen, dass die Kühe tatsächlich jedes Mal eine andere Farbe haben. Ach, hier ist noch dicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Draußen geht gerade ein Hund übelst ab. Mayonnaise-Maschine, ich glaube, die Käsepresse wäre dann interessant für mich. Da bräuchte ich Hartholz für, ne? Ist das Blitzableiter? Ah, sammelt Energie von Gewitterstürmen und kann sie in Batterien umwandeln. Ist natürlich auch nice. Okay, okay. So, dann werden wir gleich mal gucken. 10 Minuten. So, jetzt können wir rein. Da wird Mani direkt mal gestürmt. Ja, Füße abtreten haben wir gemacht. Tierbedarf. Ein Melkkübel. Ich hoffe, das reicht, wenn wir einen kaufen. Das ist ja im Endeffekt dann wie ein Werkzeug, oder? Hätte ich jetzt einfach mal gedacht, dass sich das verhält, jetzt wie zum Beispiel eine Angel oder so. Gucken wir einfach mal. Ich bin gespannt. Warte mal. Dann kann ich eigentlich hier unten mal gerade noch ein bisschen Hartholz wegklopfen. Dann könnte ich ja eventuell schon... Warte mal, 10 Hartholz brauche ich dafür, ne? Das heißt, dann müsste ich oben auch noch... Ich hau jetzt einfach mal alle von diesen Baumstümpfen weg, die ich hier habe. Ich dachte, hier unten könnte ich übrigens so eine kleine Obstbaumplantage anpflanzen. Was meint ihr denn? Mir wurde jetzt gesagt, die brauchen 8 Plätze frei um sich. Und mir wurde ebenfalls gesagt, dass sie tatsächlich auch im Winter wachsen, aber halt im Winter nicht tragen, solange sie nicht im Gewächshaus stehen. Und das Gewächshaus habe ich ja noch nicht. So. Warum reite ich da jetzt nochmal näher ran? So, die Tür kann ich eigentlich auch mal aufmachen. So, Melkkübel. Wahrscheinlich brauche ich halt immer so viele. Genau, zu Hause ändern. Da kann ich sie umsiedeln. Ich habe keine Ahnung, wie das mit diesem Melkkübel funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht aus Milch Käse. Ich stelle das Ding trotzdem hier schon mal hin. Kommt einfach mal da oben hin. Wie nutze ich das?
habe keine Ahnung. Anscheinend kann ich die noch nicht melken. Anscheinend sind sie noch nicht ready. Ja, zu Gunther und zu Clint wollte ich heute. Zu Clint, weil wir ja die Aufgabe gemacht hatten mit dem Kupfer. Und zu Gunther, weil ich ja noch Sachen habe, die ich im Museum abgeben kann. Es ist jetzt doof, dass ich hier diese ganzen Beerensträucher nicht mehr ernten kann. Das ist wirklich ärgerlich. Das war leicht verdientes Geld. Geht das jetzt gar nicht mehr? So, wie sieht's hier aus wegen der Stallaufwertung? Hofgebäude errichten. Großer Hühnerstall. Fehlt mir immer noch Stein für. Bräuchte ich 150 Steine für. Ich hatte doch so viel, dachte ich. 148, really? Ernsthaft jetzt? Für 2 Steine? Oh. Ja gut, dann gehe ich für 2 Steine nochmal kurz in die Mine runter. So, Kupfererz noch bekommen. So, Mine verlassen. Wir können auch gleich so oder so nochmal in die Mine rein, aber ich will erstmal meine Aufträge hier abschließen und erledigen. Denn die Läden, die machen irgendwann zu. In die Mine kann ich relativ lange. Von daher ist es sinniger, wenn ich erstmal das hier alles erledige. So, Hofgebäude errichten. Dann würde ich nämlich jetzt den Hühnerstall verbessern lassen. Zur Verbesserung. So. Hängt jetzt ein Schild dran, dann kann Robin sich darum kümmern. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deiner Verbesserung für das Hofgebäude Hühnerstall zu arbeiten. Okay, prima. Geld losgeworden, kaum noch Holz, nur noch ein... Super, ich habe noch 2 Holz und noch einen Stein. Sehr gut. Aber das mit den Kühen, das muss ich erstmal noch blicken. Da muss ich erstmal noch gucken, wie das genau funktioniert. Wir haben ja schon wieder einen neuen Auftrag. Das ist aber momentan, haben wir aber viel. Aushilfe gesucht. Damit die Kunst des Angelns... Ach Gott, Angeln. Oh, 2x Lachs. Lachs ist ein Meeresfisch. Die Frage ist, um wie viel Uhr wächst der Lachs? Um wie viel Uhr kann ich den Lachs fangen? Und ja, das ist tatsächlich eigentlich die einzige Frage. Nun ja gut, ich würde bei dem Wetter tatsächlich eigentlich lieber in die Mine gehen, als zu angeln. Aber ich könnte ja auch noch morgen angeln. Hi Clint! Geode aufbrechen. Wir haben nämlich noch eine Geode. Oh! Ein Zwergeschelm, siehst du mal. Gut, dass wir es zuerst gemacht haben. So. Oh! Errungenschaft Laufbursche. Seht ihr jetzt gerade nicht? Ich habe eine Errungenschaft in Steam bekommen. Doch, ihr habt es, habe ich links gesehen. Du hast die Erze gebracht, die ich haben wollte. Großartig. In diesen Erzen stecken keine seltenen Edelsteine. Aber kein Problem. Hier hast du deine Erze wieder und deine Bezahlung, wie versprochen. Yay, vielen Dank. Ah, da wollte ich hin. So. So. Hallo? Ach so, ich hatte... Oh. Tatsächlich habe ich immer noch so ein bisschen... Ist es immer noch ein bisschen tricky mit der neuen Tastatur, weil die eine andere Aufteilung hat und dann drücke ich schon mal die falschen Tasten. So, hier hatten wir auch noch ein neues Buch, genau. So, dem Museum spenden. Die Hühnerstatue, wo packe ich denn? Hier kommen so die Statuen hin. Eine neue Belohnung haben wir auch noch. Kommen wieder ein Bild. Eine Hühnerstatue als Möbelstück. Yay, und die sieht viel geiler aus als die, die wir hier abgegeben haben. Wie nice ist das denn? Wir gucken uns das gleich mal an, was dazu da steht. Aber erstmal will ich das Buch hier noch lesen. Reise des Präriekönigs. Der Bombenerfolg unter den Videospielen. Wusstest du das? Jeder, der Reise des Präriekönigs abschließt, automatisch an einer Auslosung um einen besonderen Preis teilnimmt? Wusstest du, dass der Entwickler gesagt hat, dass der Protagonist auf einer echten Person basiert? Ein wahrer Cowboy-Held von einer Prärieinsel in der Edelsteinsee. Okay. Interesting. Hühnerstatue.
die Statue eines Huhns auf einem bronzenen Podest. Die einstigen Bewohner dieses Gebiets müssen Hühner wohl sehr geliebt haben. Was haben wir hier? Zwergischer Helm. Einer der Helme, die gewöhnlich von Zwergen getragen werden. Die dicken Metallplatten schützen sie vor fallenden Trümmern und Stalaktiten. Ich bin mal gespannt, ob wir hier tatsächlich mal noch irgendwie sowas... Ich habe hier noch nie Zwerge gesehen. So. Ja, dann könnten wir jetzt eigentlich noch mal eben in die Mine. Wir haben es da schon 10 vor 3. Aber ich habe noch so viel Energie über. Und ich habe einfach keine Steine mehr. Dann können wir noch mal so ein bisschen die Mine erkunden. Und wer weiß. Vielleicht finden wir noch mal, vielleicht schalten wir noch mal die nächsten 5 Ebenen als Aufzug frei. Wir haben ja auch immer noch die Aufgabe, die Mine bis zum Grund zu erkunden. Aber ich finde halt echt, das macht bei dem Wetter... Es ist... Nur bei Regenwetter macht es wirklich Sinn. So, Ebene 61. Oh, jetzt haben wir wieder diese traurige Musik. Dim, dim. Quarz nehme ich mit für Sebastian. Oh, hier kriegen wir jede Menge Zeugs für Kohle. Und da kommt ein Geist auf uns zugeschwebt. Um den kümmere ich mich jetzt erstmal. Den lasse ich erstmal rankommen, bevor ich mich um die anderen Sachen kümmere. 8 Schaden, 10 Schaden, 11 Schaden, oh Gott. 18 Schaden, 22 Schaden, 29, 32, 38, sorry, wenn ihr gerade im Hintergrund den Verkehr hört, 40, 42, wie viel hält denn der aus? 43, 46, aua. Hätte mir auch noch Schaden gemacht. So, 46, hallo? 49. Alter, 56. Autsch. Der verschwindet, wenn er mir Schaden macht, immer. Und ach, ist ja auch doof. Was hätte ich jetzt gesagt? Aber jetzt bin ich bei 60, 67. Alter. 73, 76, 77. 79. 82. 87. Wie viel Schaden? 91, was hält der denn aus? 93, hat er 100 Leben? Anscheinend hat er genau 99 Leben. Oder ich habe mich einmal verzählt, wo ich nicht mehr wusste, auf welcher Zahl ich war. Weil ich das hier eben auf einmal... Hatte ich irgendwas anderes gesagt und dann wusste ich nicht mehr, bis wohin ich schon war. Aua, ich bin vergiftet. Alter, die halten aber viel aus hier unten, die Viecher. Ohne Kristallfrucht haben wir bekommen. Haben wir, glaube ich, auch schon alles abgegeben im Gemeindezentrum. Das ist mies, wenn man nicht sieht, wohin man schlägt. Oh, Hartholz. Sehr schön. So, noch irgendein interessanter Stein hier, der uns direkt irgendein Erz gibt. Jawohl, hier oben. Huhu. Hier ist eine Tür. Ich würde aber gerne erst noch hier oben hoch, weil da noch eine Truhe ist und die Truhen lasse ich ungerne weg. Ja, gut, 2 Kupfererze, das war jetzt nicht unbedingt der Rede wert, aber... Ich muss eigentlich mal was essen hier. Die Viecher, die machen mir böse Schaden. Nimm dies und das auch noch. Alter, ich will nicht sterben. Wie viel bringen die? Ah, die bringen nicht viel an Gesundheit. Die bringen natürlich viel an Gesundheit, aber...
Ah, guck mal, da unten ist direkt die nächste Tür, das nächste Dings da. Die möchte ich immer ganz gerne mitnehmen, weil die halt relativ easy Kohle bringen. Also auch nicht jedes davon bringt Kohle. Aber manche halt. So, eine Etage noch. Bis wir wieder eine neue Etage freigeschaltet haben. Oder freigeschaltet hätten. Sehr gut, das ist das nächste Tor. Sehr schön. Oh, jetzt müssen wir auch gleich gucken, dass wir nach Hause kommen. Boah. Jetzt bin ich auch fast tot. So. Also bis 65 haben wir jetzt freigeschaltet. Immerhin. Immerhin. Haben wir heute wieder ein bisschen was dazu gewonnen. Okay, dann jetzt ab nach Hause. Dann können wir... Ach, guck, wir haben sogar noch eine Kristallfrucht bekommen. Haha. Ich verkaufe die jetzt erstmal nicht. Wie viel bringt dann so eine Kristallfrucht, wenn ich die verkaufe? Das wäre supi, wenn ihr mir das mal schreiben könntet. Ich glaube aber, mich erinnern zu können, dass es irgendjemanden gab, der die Kristallfrucht ganz besonders gerne mochte. Kiefernteer haben wir jetzt auch nochmal bekommen. Mir hat jetzt auch jemand geschrieben, dass er überhaupt nicht weiß, wofür ich überhaupt die Küche will, weil ich ja immer alles verkauft habe, was ich hätte kochen können. Gut, aber wenn ich nicht weiß, was ich damit anfangen kann, dann verkaufe ich es halt, ne? Fledermausflügel. Ich wollte ja den Schleim sammeln eigentlich. Für diese eine Aufgabe da im Gemeindezentrum. So, das habe ich hier Hartholz. Wo habe ich Hartholz gelagert? Weiß ich gerade nicht. Na gut, Fledermausflügel habe ich auch gesammelt, aber macht nichts. Hier habe ich das Hartholz. Dann packe ich das da rein. Kiefernteer habe ich da. Ach, hier habe ich auch noch Solaressenzen. Die kommt da rein. Und ja, ich werde definitiv auch demnächst nochmal aufforsten. Wow, 6 von diesen Solaressenzen schon. Auch nicht schlecht, ne? So, und so ein Bienenhaus. So eine Bienenhütte möchte ich auch morgen mal aufstellen. Aber ich hau mich jetzt erstmal ins Bettchen. Das war ja schon der 13. Tag im Herbst. Und nochmal 3000 Gold gemacht. Ja, guck. Noch 7000, dann haben wir die Verbesserung vom Hühnerstall schon wieder drin. Zumindest geldtechnisch gesehen. So. Ihr Lieben, ich würde mich für heute von euch verabschieden, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zur nächsten Folge Stardew Valley. Tschüss!